Hey ihr lieben Häschen, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Ich schwöre, ich habe mich hier nicht vom Fleck bewegt, ne? Also könnte sein, dass die Kameraperspektive jetzt vielleicht gerade ein bisschen andere ist, aber ich stehe immer noch an der gleichen Stelle. Ja, aber war kurz abwesend gewesen und habe in der Zeit nicht pausiert gehabt, deswegen... So, das Wetter jetzt mal ein kleines bisschen anders aus. So. Also, wir suchen immer noch nach Edwin. Beziehungsweise nach ihren Verstärkungen und ihren Versorgungsgütern. Wir sollen ja ihren Einfluss hier schwächen, indem wir beides ein bisschen dezimieren. Also reite ich einfach mal ein bisschen kreuz und quer durch die Gegend, Sinn und Verstand. Und ich möchte mich noch einmal bei der kommentierenden Person unter Folge 55 bedanken. Wir haben wieder einen roten Faden. Okay, ihr hört nicht zu Edwin. Ich dachte, ich müsste euch abschlachten. Was seid ihr denn für Ochsen? Du bist ja ein Hübscher. Mu. Habt ihr irgendwie auch so diese Krankheit, wenn ihr an einer Kuhweide irgendwie vorbeifahrt, dass ihr immer Mu sagen müsst? Weiß nicht, bin nur ich das oder... Du verbrennst doch! Zu einem kleinen Pupsi-Krusti. Ach, das ist ja süß. Pupsi-Krusti, ich will auch Pupsi-Krusti. Wer immer da drin ist, ich rette dich. Okay, da lang. Komm schon. Raus mit dir, schnell. Schnell hier nach. Hier, komm. Hier durch. Komm. Eivor. Ich fixiere. Moment mal. So, raus mit dir, Fipsi, komm. Komm. Komm raus hier, komm. Pusti. Wir müssen eine Bleibe für dich finden. Kommst das tägliche Leben Siedlung? Schließe 10 Weltereignisse. Hi. Habt ihr die Bude in Brand gesetzt und den Fuchs eingesperrt? Sprecht. Scheint sie aber gerade erstmal gewesen zu sein, hat die. So. Wohin auch immer es uns heute trägt. Da hinten sieht zum Beispiel sehr interessant aus. Ich weiß, wir können Versorgungsgüter zerstören. Ich weiß, wir können Verstärkungen aufhalten. Entschuldigung. Ich
weiß, wir können geführt von, wie heißt der Typ doch gleich nochmal, Gedrick unterstützt. Wird nie gebaut. Der Turm von Saruman? Okay. Hier ist Sigurd. Das heißt, ich reite erstmal wieder in die andere Richtung. Ich habe aber auch nichts auf der Karte, oder? Ich reite mal nochmal zur Villa Lea, da haben wir ja die Tane in der letzten Folge gerettet. Ist zwar ein ganzes Eckchen, aber vielleicht ist es eher der Ort, wo wir hinwollen. Um Sigurd und seinen Bahn kümmere ich mich danach. Und weiter geht's. Ui, was ist denn da für ein Hexenhaus? Knusper, Knusper, Knaser. Hier darf mich niemand sehen. Den Vasa. Hi. Keiner freigelassen. Hast du Silber dabei, Ratte? Welches? Nee, sonst zerbrochen mit Schild, das ist ja kein Ding. Nachricht eines Räubers. Jungs, da ist ein großer Hirsch draußen beim Teich am Rand von Oxenafort. So einen habe ich noch nie gesehen. Was meint ihr? Sollen wir nächstes Mal, wenn wir uns volllaufen lassen, ein paar Zielübungen machen? Sympathisch. Trinken? Lieber nicht. Wer weiß, ob die da reingekippt haben oder ob die da reingepinkelt haben. Ich traue euch mal, Lot ist alles zu. Wahrscheinlich haben die alle zusammen in diesem Bett geschlafen. Und am Ende stellt sich heraus, sie sind alle noch verwandt. Auch wieder ein Wildschwein drin. Sehr toll. Nee, du greifst mich an, dumme Sau, ja. Ich schenke dir das Leben. Also lebe. Juhu! Jetzt! Schlag zu! So oft wie du zugestochen hast, so wie Schaden gemacht hast, ich bin begeistert. Das ist übrigens mein neuer Freund, Mr. Piggy. Lauf, Piggy. Piggy, von hinten. Holen dir. Sehr gut. Gehst du auf die Nerven.
Okay, jetzt hab ich Piggy getötet. Sorry, Piggy. War für einen guten Zweck. Ah, Titan. Kann man ja bald ein Raumschiff bauen. Weg, los. Scheiße! Und als sie erkannten, was ihnen blühte, war es schon zu spät. Sorry, es macht einfach nur Spaß. Ich finde das einfach nur toll. Nein, du Wildsau, du lässt mich in Ruhe, ja? Geh deiner Wege. Hallo, Füchschen. Ich bin so froh, dass ich den Fuchs in dem Haus nicht erschlagen habe, versehentlich, ne? Manchmal drückt man ja so diverse Knöpfe. Ich wollte eigentlich die Vase zertrümmern. Und dann holt Eivor plötzlich nach hinten aus. Ich dachte mir so, hast du sie noch alle? Warte mal, großes Feuer. Hallo? Wer wohnt hier? Hallo? Warte! Ja, das ist nicht gut für euch. Für mich ist das geradezu herausragend. Ey, Pisskopf! Überfallen lassen, oder? Die Vorläufer der Hammeriten hier? Sorry. Falsches Franchise. Den hat man hier aufgucken lassen. Ist aber nicht nett, ne? Lage scheißen fertig auszusprechen. Ist das Wicker Man in Mini? Flong, 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 flong. Hat das halt hier weg gesehen? Salute! Und das war das letzte, was du je auf der Welt gesehen hast. Mein Controller die ganze Zeit ein. Breite deine Flügel aus. Da will ich nicht rein. Ich Freund, du Freund. So, da läuft ein einsames Bambi rum. Mal aufpassen, dass ich ihn hier auf den Hirsch treffe. Die sehen das aber gleich als Angriff. Oder als Anlass, mich anzugreifen.
Jetzt räume ich hier den Laden aus. Das finde ich wunderschön. Die werden sofort angreifen. Das finde ich wunderschön. Die werden gar nicht wissen, was passiert ist. Lalala. Einmal das heute. 1A bei mir. War aber auch gar nicht mein Ziel. Wenn ich es kann, dann gebe ich mir natürlich mehr Mühe, ne? Entwickelt uns schon wieder solche Räume hier. Es erinnert mich an dieses eine Gebäude, wo ich mit Iva unterwegs war und da eindringen sollte. Was war denn das nochmal? Brief an den Richter. Es obliegt dir, ein Urteil über einige Tane zu fällen, die sich über Lady Edwins Regentschaft hinweggesetzt haben. Es besteht kein Zweifel an ihrer Schuld. Doch sollten sie gestehen. Lasse sie eines gnädigen Todes sterben. Wie freundlich. Der arme Wolf ist hier als Vorleger geendet. Also jetzt hört's auf. Bibliotheksschlüssel. Wohlan. Und dann öffnet mir eure Bibliothek. Ich werde in den Büchern lesen und studieren. Du wirst nicht mehr auch nur eine Glocke erreichen, mein Freund. Dein Leben ist hiermit zu Ende. So, sonst noch jemand? Ach, ihr ja. Das ist ja. Ich kann heute nicht sprechen, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie Töne in meiner Aussprache drin, die kenne ich von mir nicht. Warnung zur Vorsicht. Lady Edwins Männer werden unsere Besitztümer sicher beschlagnahmen, wenn sie sie finden. Ich habe deswegen alles an unserem Lagerort versteckt. Todestäuschung. Da. Täusche Gegner, indem du dich totstellst. Ich will nicht lügen, ich finde das ziemlich geil. Und dann ein Attentat.
Pepper. Schön. Brief von Lady Edwin. Eine wichtige Sache. Auch wenn ich seine Gründe nicht nachvollziehen kann, hat unser Freund Alfred von Westsex darum gebeten, die Ketzerin Fulke am Leben zu lassen. Somit möge diese Fulke also in die Abtei des heiligen Alban gebracht und dort bis an ihr Lebensende eingesperrt werden. Dies gebiete ich, die Lady des Schiers, Edwin. Ist aber auch eine super Kriegerin, diese Edwin, also... Hallo! Da kann sie doch so manche eine Scheibe von abschneiden, ey. Weißt du, wenn die Tür so verriegelt war... Da frage ich mich, wie man die Tür überhaupt von außen aufkriegen sollte. Ohne jetzt einen Bogen zu benutzen. Bekanntmachung. Als Alderman habe ich in Absprache mit den Tarnen des Schiers eine Entscheidung gefällt, die römischen Ruinen von Villa Lea neu aufzubauen. Alle fähigen Männer und Frauen sind aufgefordert, diesen Gebäuden wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Rotulf. Aha. Was ist denn mit dem da los? Der leuchtet noch, wie als wäre er noch am Leben. Genüge drin. Noch ein kurzer Aufenthalt wieder. So. Ihr braucht euch hier gar nicht wieder breit machen, ja? Hey, Moment. Ja, bitte? Ich läute die Glocke. Ja, mach mal. Sag Bescheid, wenn du fertig geläutet hast. Dieser Lady Edwin. Alfred von Westsex. Was haben die da am Laufen? Ich meine, versteht mich nicht falsch, sie hat ihre Prinzipien, aber der Sex muss echt gut sein. Verbrennt alles. Gut. Es gibt so viele Gebäude und so viel zu entleben und entdecken. Weiß nur noch nicht so richtig, ob ich das mögen oder hassen soll. Vor allem, weil ich nicht weiß, ob es mir was bringt. Dich!
Das haben schon andere behauptet. Ganz andere. Zu mir, hier! Diese Wunden folgen einem Muster. Kein wilder Raubüberfall. Das war ein sächsischer Krieger. Ja. Entweder Ihmchen. Oder Ihmchen. Oder Ihmchen dahin. Oder alle drei. Tod ist nun gerecht. Ruhe in Frieden. So sei's. So, aber der Balken oben hat sich auch noch nicht verändert. Also hat es überhaupt nichts gebracht, diesen Laden hier hops zu nehmen. Leider. Ich kann mal kurz die beiden Fertigkeitenpunkte verteilen. So. Dann gehe ich da oben mal drauf. Und Fernkampfschaden schadet auch nicht so wirklich. Also mir zumindest nicht. So, die drei Erzhäufchen, da hole ich mir. Die leuchten mich so gut. Verführerisch an. Hier, wir hatten genehmigt, dass sie jetzt anfängt zu pissen. Okay, ich glaube, wir haben einen Ort gefunden, wo hier tatsächlich was zu tun wäre. Töte den Fahnenträger. Auch Xenophon. Jawohl. Manchmal ist sie dumm wie Brot. Was dem Brot gegenüber unfair ist. Ich weiß nicht, was ihr so für Brot habt, aber ich behaupte, meins ist intelligenter. Ey, boah. Da ist... Da ist ein scheiß Fenster. Klettere durch das scheiß Fenster rein. Ist doch nicht wahr jetzt. Sorry. Er meint, dass er saufen kann wie ich? Soll es beweisen? Ja. Mach mal. Ich suche mal einen alternativen Eingang oder so. Übel. Was ist los, Leute? Habt ihr was gehört? Geht doch was vor sich. Könnte man neue Pfeile gebrauchen. Ich hab nur noch vier. Brief an Gedrick, von Gedrick an Tarn Okte. Lass dich nicht täuschen, Okte. Sobald die Witwe unseres Aldermanns die Macht erringt,
Willst uns alle unter den Stiefeln ihrer Soldaten zerquetschen lassen. Bleib standhaft. Geld. Na, ihr Süßen? So, aber unter euch war scheinbar der Fahnenträger noch nicht dabei. Also, wo ist der? Was ist mit Volontanten? Mit irgendwelchen Freiwilligen? Kuckuck! Schon ein bisschen armselig, dass sein letztes Wort irr war. Seid ihr alle meine Töpfchen, ne? Ey, wenn Amy Blut geleckt hat, dann ist Krieg. Dann ist vorbei. Ah, untersuchen. Monja Wim das Hus herkem, dann medenet. Ernines, das Dauen du es topetzen. So is that Hiritha is where's the hell of the I guess here that Ilch is yon humana. In Trimble Ondo and Evran Ficha spade day. When there, obsessus cum profeta Mosi in precaris. Gut, Preisfrage. Warum sollte ich jetzt noch durch die Tür wollen, wenn ich das Fenster hier einfach kaputt mache? Kommt sie, kommt sie, komm, 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 komm. Thors Rache. Halte RT, um deine ganze Kraft in einem unaufhaltbaren Angriff zu konzentrieren. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto stärker wird der Angriff.
nett. Ich weiß noch nicht, wann ich es benutzen werde, ob ich es benutzen werde, wann ich es überhaupt zuweisen werde. Wird sich alles zeigen. Die Erinnerung meines Großvaters. Mein Großvater erinnert sich noch daran, als Oxenafort nicht mehr war als eine kleine Stelle, an der der Fluss etwas seichter war. Hirten kamen hierher, um ihre Ochsen auf den Markt zu bringen. Und heute? Häuser, eine Schenke, Fischerhütten. Bald werden wir in ganz Mercia für unseren Fisch bekannt sein. Echt? Ist das so? Gibt's auch heute noch weltberühmten Fisch aus Ochsenfurt? Also Ochsenfurt? Oder die Oxford heißt es ja. Ochsenfurt war ja Witcher 3. Condemnabitur inconvenientes. Ich spreche leider kein Latein, deswegen brauchst du damit gar nicht mehr. So, ich weiß, ihr Lodri seid alle hier. Ah! Hier geht die Party ab. So. Gucken wir mal. Genau. Boah, ich liebe es einfach nur. Es ist. Du bist es ist einfach nur schön. So. Hast du was gesagt? Sind alle so frech hier. Sorry, ich mag es, mich in manchen Spielen überlegen zu fühlen. Okay, du bist ein Zivi. Ich lasse dich in Ruhe. War das schon alle? Enough, Minions! Nicht ganz. Ja, bitte? Wer hat hier eine große Klappe? Hallo? Überblicke das Land, Freundin. Da hinten. Okay. Hey! Ich glaub, das los! Yeah, so eine große Schnauze. Leite mich. Ja,
schade drum, aber ja. Der hat vermutlich nur eine Runde da gesetzt und gestrickt. Ah, oh, Entschuldigung. Ich möchte sie nicht mehr, wenn ich wieder fliege. Hilf mir. Sei meine Augen. Teich gesehen? Bin schon dran vorbeigerannt. Ich wollte mal gucken, ob da irgendwas ist. Los. Wen schreist du an? Ich sehe niemanden. Meinen Bruder. Er ist da drin. Ein Kobold hat ihn in einen Fisch verwandelt. Ein Kobold hat ihn in einen Fisch verwandelt? Er kommt nicht aus dem Wasser und will seine Arbeit nicht machen. Mutter wird so böse sein. Oh, was soll ich nur tun? Das ist nicht der Richtige. Mein Bruder hat braune Augen. Ich muss ihn aus dem Wasser ziehen. Es wird nicht einfach. Er ist so gemein und glitschig. Walter! Also ich glaube nicht ein Wort von dem, was sie mir erzählt, ne, aber... Ubisoft bringt mir das hier nicht umsonst als Weltereignis dar. Soll ich jetzt Fische fangen? Ein Kobold? Seit wann sind wir hier in Irland? Oh Gott, ich hoffe. Leder, Eisenerz. Wer ist jetzt bekloppt? Das Mädchen oder die Mutter? Dass das hier ein Weltereignis ist, aber ich verstehe nicht so ganz, was ich jetzt hier tun soll. Fische fangen?
könnte jetzt hier natürlich einen Fisch nach dem anderen erschießen. Was aber, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der ganzen Übung ist, oder? Flusswelz mittelgroß. Ja, ich weiß, ich bin eigentlich schon ein bisschen drüber, aber Sühnen ist ja so nett, das Gefangene für mich zu angeln. Vielleicht habe ich ihren Bruder. Du bist keine Hilfe. Mein Bruder schwimmt immer noch im Teich. Dann eben nicht, dann rutscht man Buckel runter. Aber ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Würde mich über nette Kommentare und auch Däumchen nach oben freuen. Und beim nächsten Mal schwächen wir Edwins Einfluss dann noch ein bisschen weiter. Ehe wir dann zu Sigurd stoßen. Und wir müssen uns gucken, was mit seinem Verstand nicht in Ordnung ist. In diesem Sinne, bleibt schön fluffig. Wir sehen uns und... bis dann. Ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor are the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder. Oh,
the waves will carry me.